Willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Ich bin's euer Alex, es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dabei seid. In dem heutigen Video schauen wir uns an, wie wir mit Sendungen und Paketen umgehen, die beispielsweise beim Kunden nicht ankommen oder beschädigt ankommen. Wie ihr bei DHL Nachforschungsaufträge schalten könnt bzw. Schadensanzeigen aufgeben könnt, das erfahrt ihr in diesem Video. Viel Spaß bei diesem Video, ich freue mich, wenn ihr bis zum Schluss dabei bleibt. Ja Freunde, in dem letzten Video habe ich euch zwei Versanddienstleister verglichen, DHL und Hermes, nebeneinander gestellt, wie sich das vergleicht zu den Privatkundenverträgen, wie auch zu den Geschäftskundenverträgen, wenn man viele Sendungen bei den jeweiligen Versanddienstleistern hat. Falls du dieses Video verpasst hast, kannst du dir gerne anschauen. Ich packe es dir unten in die Beschreibung, sowie auch alle weiteren Informationen, die ich hier in diesem Video preisgebe, findest du auch unten in der Beschreibung und kannst das Ganze nachlesen. So, heute schauen wir uns an, wie wir Nachforschungsaufträge im Schadenfall bzw. wenn eine Sendung beim Kunden nicht ankommt, wie wir damit umgehen, welche Formulare es dazu gibt, die man ausfüllen muss, um da eine Schadensanzeige bzw. eine Reklamation zu starten. Und falls dich diese Themen interessieren, wie E-Commerce, Verkaufen auf Marktplätzen wie Amazon und eBay, dann abonniere doch gerne diesen Kanal, drücke auf die Glocke, so bleibst du immer auf dem aktuellen Stand. Gib dem Video gerne jetzt schon mal einen Daumen hoch, das motiviert mich, viele weitere Videos zu machen und lässt uns als Community wachsen, um uns gegenseitig zu unterstützen. Ich denke, jeder hat das schon mal erlebt, dass Sendungen verschwunden sind, besonders wenn man viel verschickt, kommt das sehr verhäuft vor. Zumindest kann ich das von mir sagen, dass bei mir das Ganze ja nicht so oft, aber gelegentlich schon vorkommt. Der Klassiker ist natürlich das, wo eine Sendung einfach nicht weitergeleitet wird. Ihr gebt es ab bei der Filiale irgendwo oder ihr habt tatsächlich sogar jemanden, der es abholt. Und diese Sendung wird einfach nicht weitergeleitet, von Anfang an direkt schon oder vielleicht auf dem Transportweg in irgendeinem Verteilerzentrum von DHL. Das ist eigentlich sehr simpel. In den Fällen hat man meistens überhaupt keinen Stress. Man kann das Ganze hier, wir befinden uns hier in dem Geschäftskundenportal von DHL und man kann hier einen Nachforschungsauftrag stellen. Dieses Geschäftskundenportal war früher ein bisschen anders strukturiert. Seit, ich glaube, ein paar Wochen ist das hier ein bisschen umgeändert worden. Vom Inhalt her ist es eigentlich alles gleich geblieben. So, dann gehen wir hier auf Verfolgen und Nachforschungen. Und da können wir einen Nachforschungsauftrag stellen oder wir können Nachforschungsdokumente bereitstellen. Das heißt, wenn ihr direkt bei dem Nachforschungsauftrag nicht alle Dokumente parat habt, könnt ihr hier auch Sachen nachreichen. Wir gehen mal auf Nachforschungsauftrag erstellen. Hier müsst ihr eine Sendungsnummer haben und eine Postleitzahl. Die müssen dazu passen zu der Sendung, so dass ihr zu dem weiteren Schritt kommt. Ich gebe das Ganze einmal ein. So, wenn ihr dann die Sendungsnummer und die Postleitzahl korrekt eingetippt habt, wird die Sendung hier angezeigt. Und zwar in dem Fall ist es die Sendung, wo die Sendung tatsächlich auch zugestellt wurde. Deshalb ändert sich auch das Thema immer wieder. Wenn eine Sendung nicht zugestellt wurde und einfach nicht weitergeleitet wurde, dann werdet ihr hier vielleicht andere Optionen haben zur Auswahl. In dem Fall ist es so, meine Sendung wurde zugestellt, aber ich weiß nicht wo. Also der Kunde sagte, laut Sendungsnummer ist die Sendung empfohlen, aber ich habe sie selber nicht erhalten. So, und jetzt könnt ihr dann dementsprechend das Ganze hier auch wählen. Ihr könnt sagen, wer seid ihr? Ihr seid in den meisten Fällen dann der Absender. Des Weiteren macht ihr hier Angaben zur Kontaktperson. Da gebt ihr eure EKP-Nummer, das ist die Vertragsnummer von DHL. Dann alle weiteren Informationen so und Angaben zum Absender. Das ist in der Regel eure Firma oder euer Einzelunternehmen und die Sachen sind schon tatsächlich ausgefüllt seit neuestem Jahr. Früher war es so, dass man das auch alles eintippen musste, mittlerweile nicht. Auch der Empfänger wird hier komplett alles ausgefüllt. Deswegen überspringe ich diesen Punkt. So, bei dem Empfänger im besten Falle habt ihr noch eine Mailadresse und eine Telefonnummer, so dass DHL ihn kontaktieren kann und nachfragen kann, ob die Sendung denn tatsächlich nicht empfangen wurde oder vielleicht weitere Angaben benötigt. Des Weiteren haben wir hier Angaben zur Sendung. Hier könnt ihr auswählen, ob ihr eine zusätzliche Transportversicherung abgeschlossen habt. In den meisten Fällen wird es nicht so sein, weil bis 500 Euro Haftung ist ja inklusive. So, und dann habt ihr hier Angaben zur Sendung. Was ist verschwunden, beziehungsweise sind alle Artikel und Inhalte nicht angekommen oder nur teils? Ja? So, in den meisten Fällen wird es halt alles nicht da sein, deswegen ist das schon mal ausgewählt. So, und dann braucht ihr eine Empfängererklärung von dem Empfänger. Ja?
DHL sagt hier, in der Regel reicht hier ein Screenshot oder eine Mail vom Empfänger, wo er bestätigt, dass er das Paket nicht erhalten hat. So, ich habe für euch hier tatsächlich ein Formular, was ich selber immer nutze und ich meine, ich habe das auch von der Deutschen Post zur Verfügung gestellt bekommen. Hier gebe ich die Identnummer ein, das ist die Sendungsnummer, dann von wem, also den Absender, den Empfänger, dann den Inhalt der Sendung, wann das Paket angekommen ist beim Kunden, so des Weiteren hier nochmal die Empfängerdaten vom Kunden. Und dann muss der Kunde hier halt eine Erklärung machen, ist das Paket tatsächlich nicht erhalten oder ja, das muss er halt ankreuzen, was genau hier zutrifft und dann mit Ort, Datum, Unterschrift das Ganze euch bestätigen und am besten per Foto oder per E-Mail als PDF zurückschicken. Das ladet ihr dann hier hoch dementsprechend und dann braucht ihr einen Wertnachweis. Ja, das ist im besten Falle eure Rechnung, die ihr ausgestellt habt für den Kunden und das könnt ihr hier auch hochladen. Habt ihr die Daten nicht sofort, dann könnt ihr diese halt wie vorher schon gezeigt nachreichen. So, dann macht ihr hier noch Angaben zur ja, Ersatzleistung. Das heißt, im besten Falle bekommt ihr Ersatz dafür und dafür haftet dann DHL, dass die Sendung verschwunden ist. Und hier gebt ihr dann eure Bankverbindung dementsprechend ein, könnt ihr dieses speichern und dann geht ihr auf Weiter. Und dann kontrolliert ihr nochmal alle Daten, so gesagt, und dann bestätigt ihr das Ganze und bekommt dann halt eine Bestätigungsmail, dass dieser Nachforschungsauftrag erstellt wurde und an DHL übergeben wurde. In der Regel dauert sowas 2 bis 4 Wochen, bis der bearbeitet ist. Also muss man hier schauen, wie man mit dem Kunden umgeht, ob man den jetzt so lange hinhält. Oder nicht, oder das Geld schon zurückerstattet oder Ersatzlieferung macht, das ist euch überlassen, wie ihr das macht. Ich mache das beispielsweise immer individuell, wie der Kunde das gerade möchte, aber in der Regel, wenn ich vom Kunden eine Empfängererklärung bekomme, dann erstatte ich ihm das Geld auch, weil im Grunde genommen ist er da raus, weil er das bestätigt hat, dass er es nicht bekommen hat. So, dann gibt es noch andere Fälle, wo beispielsweise jetzt ein Paket erhalten wurde vom Kunden, ja, aber dementsprechend beschädigt wurde. Ja, es ist jetzt irgendwas aus Glas gewesen, etwas ist drinne kaputt gegangen oder das Paket war demoliert. Im besten Falle natürlich verweigert der Empfänger schon mal die Annahme, aber viele nehmen es an und dann sagen sie, ja, jetzt habe ich festgestellt, das Paket ist kaputt oder es fehlen Sachen drinne und so weiter und so fort. So, dafür gibt es eine Schadensanzeige, die ihr direkt bei eurer Filiale in eurer Nähe, bei einer DHL-Filiale machen könnt. Oder ihr könnt das Ganze schon mal zu Hause ausfüllen. Dieses Formular stelle ich euch auch gerne unten in der Beschreibung zur Verfügung. Und könnt ihr das Ganze schon mal ausfüllen. Es ist ein zweiseitiges Formular, im Grunde genommen beide Seiten gleich. Ihr habt hier noch ein paar Informationen, die gestellt werden müssen. So. Das muss der Kunde dementsprechend dann auch zur DHL bringen. Im besten Falle schickt ihr dieses Formular sogar eurem Empfänger zu und sagt, füllen Sie das bitte soweit aus. Und dann gibt ihr hier natürlich hier die Sachen ein, wie Gegenstände sind unbeschädigt, welche Gegenstände sind beschädigt und welche Gegenstände fehlen könnten. Ja? Dann ganz wichtig, auswählen tut ihr hier. An wen soll die Sendung nach der Begutachtung zurückgeschickt werden? Da könnt ihr euch als Absender anklicken im besten Falle, dann bekommt ihr das nämlich und könnt das Ganze hier dann zurückerhalten, ja? Oder es wird im besten Falle vernichtet, weil es da irgendwie nur Schaden ist, beziehungsweise nur kaputte Sachen drin sind. Aber das müsst ihr halt auswählen. Dann dieses Formular hier, das ist da, wo der Absender, also die Filiale, reinkommt. Von der das weggeschickt wird. Im besten Falle wird das die Filiale auch selbst ausfüllen und dann dementsprechend kostenfrei an DHL, an die Nachverpackstelle im Parkzentrum verschickt werden. Ja? Und da wird das Ganze dann begutachtet und mit diesem Gutachten wird dann DHL dementsprechend entscheiden, ob ihr dann Schadensersatz bekommt oder nicht. Weil im schlimmsten Fall ist es so, dass DHL dann sagt, die Sendung war nicht ausreichend geschützt und gepolstert, ja. Dementsprechend ist dieser Artikel oder das Produkt zu Schaden gekommen. Deshalb achtet auch hier drauf, dass ihr tatsächlich eure Waren in den Paketen gut polstert, so dass da keine Schäden entstehen. So, und hier habt ihr noch ein paar Sachen, die zu beachten sind. Hier seht ihr noch den Ablauf, wie das Ganze läuft. Und zu beachten ist,
dass das Ganze innerhalb von 7 Tagen, also gesetzlicher Frist von 7 Tagen nach Auslieferung, diese Schadensanzeige gestellt werden muss, sonst wird das halt eventuell nicht mehr akzeptiert und dann bleibt ihr auf dem Schaden sitzen. Das sind soweit die Informationen. Ich hoffe, euch war das hilfreich. Wie gesagt, alles weitere unten in der Beschreibung findet ihr, sowie die Empfängererklärung als auch die Schadensanzeige. Und ich freue mich, wenn ich damit weiterhelfen konnte. Gib mir gerne dazu einen Daumen hoch. Wenn noch nicht geschehen, abonniere diesen Kanal, drücke auf die Glocke, so bleibst du immer auf dem aktuellen Stand. Ich wünsche dir alles Gute, viel Erfolg und freue mich, wenn du beim nächsten Video dabei bist. Ciao.